harten Tag der Schweiz. Ist dir das klar? Ja? Ja, alles klar. Und damit dann herzlich willkommen zurück zu. Alter, wird ja gearbeitet. Diese Mauer sollte 14 Zoll weiter hinten anfangen. So. Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play Mafia 3. Wir sind wieder am Start. So, ich muss noch kurz eben das Geld einzahlen. Ich sollte in der Innenstadt was von dem Geld loswerden. Da sind wir ja 6000. So, unsere Kollege da holt gerade in der letzten Folge mal Karma-Akku geholt. Ja, mit dem Einpacken, das sehen wir noch mal ein bisschen. So, wir brauchen natürlich jetzt kein Auto zu klauen. Wir haben ja eins hier um die Ecke stehen. Okay. Da habe ich auch Lust drauf, aber nicht in der Aufnahme. So, wie gesagt, nochmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission. Die ist dort schon. Die ist ja nicht gar nicht mal so weit weg. Wir sollen mit Howard Cowley sprechen wegen der Erpressung. Das ist die nächste Mission. Na, gucken wir mal, was der gleich zu erzählen hat. Ich hoffe mal, dass er ein Helferlein ist und nicht irgendwie ein ja, mache ich doch gerade. Ich verplemper quasi im wahrsten Sinne, das wurde jetzt meine Zeit, aber wie gesagt, ich mach's ja. Oh, wir müssen. Eieiei, was ein Wetter. Ja, das kannst du laut sagen. Warte mal, hier müsste irgendwo sein. Ich muss hier rein. Ja, scheint befreundet mit uns zu sein. Schön, jetzt müssen wir da durch. Gut, dann können wir direkt vom Tor parken. Da steht der Kollege. Ich denke, wir sollten miteinander reden. Harold Cawley vom Tedler. Ich schreibe über DeRazios nette kleine Korruptionsgeschäfte. Okay. Es fördert auch nicht die Gesundheit, Namen von Marcanos Leuten auszuplaudern. Noch nicht gehört? Auch Zigarettenrauch kann einen umbringen. Also, was ich weiß, ist Folgendes. Es gibt wohl bestechliche städtische Beamte. Pikante Sache. Im Mittelpunkt ist ein Bursche namens Frankie Bernard. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo er sitzt. Was es erschweren könnte, ihn zu finden. Tja, es ist so. Wie ich höre, benutzt Mr. Bernard tote Briefkästen. Orte, an denen seine Leute Schmiergeld für Beamte hinterlegen. Und zufällig weiß ich, wo die sind. Und außerdem hat Frankie einen hübschen Haufen Erpressungsmaterial von jedem dreckigen Geschäft, das er je gemacht hat, behalten. Mal gucken, ob einer der Kuriere mir verrät, wo ich ihren kleinen Erpresserfreund finde. Und natürlich sein Druckmaterial. Die Leute, die für Bernard arbeiten, sind genauso verschwiegen wie er selbst. Sie müssen sie irgendwie zum Reden bringen. Das sollte kein Problem sein. So. Gut, da unten brauchen wir keinen. So, öffne die Karte, um ein Ziel auszuwählen. Warte mal, die Karte ist hier. Erpressung. Gut, dann gehen wir direkt mal dahin, weil das ist gar nicht mal so weit weg. Befrage die Erpresserkuriere. Das ist der nächste Teil, der uns in den, ja, vielleicht nächsten Folgen erwartet. Ich tippe, dass es 2 bis 3 Folgen sind. Mal gucken, einfach. Kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe. Upsa. So. Die sind hier vorne. Ja, die Frage ist, wo müssen wir denn da rein? In den Laden, oder was? Scheint so, ne? Oder? Gut, dann holen wir da mal unsere Bekannten. Ich bräuchte eine Crew in der Innenstadt. Muss nicht weiterreden. Bin schon unter. Was? Runter, bevor du erwischt wirst! Was der mit sich rumträgt? Klasse, das ist. So. Nimm die Waffe. Hast du es markiert? Mit dem kleinen Zackending, genau wie du gesagt hast. Hier wurde jemand. Das war verdammt geliebt, das sag ich euch! Du sagst mir jetzt alles, was du über Frankie Bernard weißt. Mr. Bernard hat ein paar Eintreiber, die Verluste machen. Ich kenne nur die Art von Wagen, die sie fahren. Dein Arsch gehört jetzt mir. Und was macht ihr jetzt? Danke. So, die $875 nehme ich euch. Jo, bis dann.
So, die haben wir schon mal erledigt. Mit der Pusselgranate haben wir auch. Wunderbar. Gut. Ich steck mal die Waffe weg. Wir wollen ja keine Aufsehen, kein unnötiges Aufsehen in den Ring. Wo kann die Karre eigentlich hin? Warte mal. Vermutlich auf der anderen Seite. So, wir haben noch ein bisschen Schaden zu tun mit dem Schaden. Warte mal, hier muss irgendwo oben noch was sein. Ja. Weil oben muss irgendwo was sein. Die Frage ist, wie komme ich da hoch und was liegt da oben, ne? Scheint wohl hier zu sein. Okay, hier nehmen wir die Treppe mal kurz hoch. Wenn da ein bisschen Geld liegt, nehme ich das gerne mit. Ah, super. Eine Sicherung. Na super, okay. Keine Information, nichts Wichtiges, also... Na, ja, den ersten Erpresser haben wir schon mal angeworben. Wo ist Nummer 2? Wäre hier. Wir müssen ein paar Erpresser-Kuriere weiter abfangen. Das wäre jetzt, machen wir jetzt gleich auf jeden Fall als nächstes. So, genau, den Wagen nehmen wir. Ich stehe auch noch 2. Wunderbar. Gut, dann fahren wir da mal hin und holen uns Teil 2. So, ich verfolge mal den Fahrzeug, ja? Wo der hinfährt. Der kranschelt wieder. Der geht da vorne irgendwo hin. Ne, der fährt weiter, okay. Ah, dem müssen wir mal ein bisschen entspannt folgen. Wo du bist, Arschloch. Hier rüber! Erst hier drüben! Ich verschanze mich! Das werde ich dir heimzahlen! Stirb endlich, Arschloch! Unser Blut wurde vergossen! Ich kann mich verdammt nochmal nicht bewegen! So,
So. Den haben wir auch mitgenommen. Sehr schön. Haben wir den mal kurz 10.000 Schaden gemacht und hier unten das Ding kurz eben auseinandergenommen. Hier liegt nochmal Geld und Munition. Wunderbar. Dann haben wir das soweit auch. Bieten Kohle. Das war bei uns ein Feind, deswegen habe ich ihn noch erschossen. Die 1000 Dollar noch mitgenommen. Deswegen. So, wir haben wieder auf 5000. Das heißt, wir müssen jetzt wieder unsere Freundin mal kurz anrufen. Weil wir das Geld wieder safen wollen. Das war uns keine Absicht. Ich bin ein bisschen weit rausgekommen. So, muss ich den wieder töten? Ne, muss ich verfolgen, ne? Sind wir. Verfolge das Zielfahrzeug, okay. Das machen wir noch, diese Folge auf jeden Fall. So, wo will der hin? Hier links ab, okay. Ja, wo bleibt der denn? Will der denn vor. Wo, zur Hölle will der hin? Der kann ja nur in die nächste Tiefgarage abhauen, oder? Ja, der wird zum nächsten Deal anfahren. Das gleiche, was wir eben schon gemacht haben.
Ah, okay. Nur eine weitere Etage hoch. Ein bisschen orientieren. Gibt da noch einer von denen oder war es das schon? Müssen die Munition mitnehmen. Und die Kohle natürlich auch mitnehmen. Den zweiten Kurier auch weggeholt. So. Ich traue mich jetzt irgendwie vollgas hier runterzufahren irgendwie. So, gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Mafia 3.